Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Kiox Bundle von Kummer. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kiox von Kummer, das Ganze aus dem Jahr 2019. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das erste Soloalbum von Kummer. Wir haben hier ein Bundle bestehend aus der Vinyl und aus der CD zum Album. Wir werden das Ganze aus der Folie holen und dann schauen wir uns das mal im Detail an. So, wir schauen mal, dass wir hier die Folie abmachen. Das Ganze ist eine einfache Vinyl, bedeutet, wir haben hier nicht wie beim Gatefold zum Reinstechen die Möglichkeit, sondern wir haben hier an der Seite die Schweißnaht. Da geht das dann am besten. So, einmal Nummer 1 und dann haben wir die CD. Natürlich auch in Folie. So, wunderbar. Dann schauen wir uns das mal an. Also, wir starten wie immer mit dem Album an sich, in diesem Fall mit der CD an sich. Kiox, der Albumtitel, etwas ungewöhnlich. Ja, das hat einen bestimmten Grund und zwar ist das Ganze seinem Vater bzw. dem Plattenladen seines Vaters gewidmet. Der hieß Kiox und zu diesem Album gab es dann auch eine spezielle Aktion zum Thema Plattenladen, denn dieses Album, sowohl die CD als auch die Vinyl, gab es exklusiv nur im Online-Shop von Kummer oder für ein Wochenende auch in seinem Plattenladen. Also vom 11. bis zum 13. Oktober wurde der Laden geöffnet, also genau für 3 Tage und dort konnte man das Ganze natürlich vor Ort kaufen bei Kummer selbst. Und auch entsprechend signieren lassen und so weiter. Ich habe meine beiden, also Vinyl und Album-CD, auf regulärem Weg, also online, bestellt. Ja, so sieht das aus. Ganz klassisch, ganz schlicht gehalten. Einfach hier blaue Oberfläche mit weißer Schrift darüber. Kummer Kiox, mehr gibt es hier nicht zu sehen. Das Ganze kommt in einem regulären Jewelcase. Hier haben wir noch so ein trauriges Gesicht. Auf der Seite auch wieder zu lesen, Albumtitel, Interpret, trauriges Gesicht und eine Nummer. Und auf der Rückseite haben wir eine Tracklist, die spannenderweise so angeordnet ist wie eine Rechnung. Also wir haben hier die einzelnen Posten der Rechnung, das ist die Tracklist hier, durchnummeriert, 12 Stück. Und dann haben wir hier bei dem Betrag die Laufzeit, also statt 3,06 € zum Beispiel hier, weil ganz genau jetzt sind das in diesem Fall eben 3 Minuten 6 Sekunden. Dann hier alles aufgelistet, also wirklich hier komplett, also hätte man hier bei Kiox Tonträger eingekauft. Gefällt mir echt gut, dieses Artwork. Hier auf der Seite noch die Beteiligten und darunter ein Barcode, der aber glaube ich nicht wirklich, naja, wobei doch wahrscheinlich ist es auch der Original-Barcode von dem Album, das hier mit ins Artwork eingeflossen ist. So, dann schauen wir mal rein. Als erstes kommen wir zum Booklet. Das sieht so aus, natürlich auch hier wieder in blau-weiß. So, was lesen wir? Ah, genau, hier ist die Widmung, die ich schon angesprochen hatte. Dieses Album ist benannt nach dem Ort, an dem ich große Teile meiner Kindheit verbracht habe und zum ersten Mal bewusst mit Musik in Berührung kam, dem Plattenladen meines Vaters, Kiox Tonträger. Also, so sieht das aus. Hier haben wir den Interpreten auf dem Dach sitzend. So, hier geht's dann los mit den einzelnen Tracks. Die sind auch wieder wie so Kassenzettel, wie so Rechnungsbons aufgelistet. Hier die kompletten Lyrics auch mit dabei. Und hier unten lesen wir dann auch noch, wer hier daran beteiligt war. Also, das Artwork, das wir von der Rückseite von der Tracklist kennen, zieht sich auch hier so durch. Wunderbar. Also, alle Lyrics hier Wort für Wort erfasst. Manche sogar hier noch beschmiert. Ja, wie zum Beispiel, wie viel ist sein Outfit wert hier, passend mit den entsprechenden Logos der Marken Nike, Louis Vuitton, Gucci, Dior, Fendi und Prada.
Dann haben wir hier noch weitere. Jawohl. Gab es ja auch eine Videoauskopplung zu dem Song. Weitere Tracks. Weitere Fotos. 12 Stück gesamt. Und zum Abschluss haben wir dann hier noch die Infos, die Credits zum Album. So sieht das aus. Ja, dann kommen wir als nächstes zur Album-CD. Die sieht so aus, in blau und weiß, ganz klassisch. Und hier sehr verwischt, sehr verwackelt, der Interpret zu sehen. Trauriges Gesicht. So, als nächstes haben wir dann die Vinyl Edition. Die ist von der Optik ident, also auch hier wieder in blau und weiß. Auf der Seite auch wieder beschriftet. Hier lesen wir Kummer, Kiox und hier oben wieder die Nummer. Und auf der Rückseite natürlich wieder das Design der Rechnung mit der Tracklist. So, dann schauen wir mal rein. Wir haben hier das Album auf Vinyl, ansonsten hier nichts weiter drin. So, wie wir sehen können, ist die Hülle der Vinyl bedruckt. Auf der einen Seite haben wir auch hier die kompletten Track-Lyrics und die ganzen Infos zum Album hier abgedruckt. Alles hier in diesen Kasten belegen. Und auf der anderen Seite haben wir hier wieder diese kurze Widmung, also zum Albumtitel, wie es dazu kam, was Kiox für eine Bedeutung hat. Ein paar Fotos und die Vinyl an sich, die kommt in einem wunderbaren Blau, so einem ja, durchsichtigen Blau, transparenten Blau. Kummer Kiox A, darunter dann die Tracks der A-Seite. Übrigens, die Features, die habe ich euch vorhin irgendwie vorenthalten und vergessen. Wir sehen hier, wir haben hier ein Feature mit drauf von Max Rabe und auf der Rückseite haben wir auch noch Features vermerkt, und zwar eins von El Guni und eines von KK. Ja, A- und B-Seite mit insgesamt 12 Tracks. Dann packen wir die Vinyl wieder zurück. Und was es obendrauf noch gab, zumindest bei mir, weil ich online bestellt habe, habe ich noch zwei Sticker dazu bekommen. Das waren diese beiden hier, einmal, zweimal, rechteckig in Schwarz und Weiß. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal die eben gezeigte Vinyl mit den 12 Tracks hier in diesem blauen Transparent. Kommt hier in diesem blau-weißen Cover. Und dann haben wir natürlich das Album an sich auch nochmal auf CD. Hier nochmal natürlich auch wieder 12 Tracks und dazu, wie gesagt, die beiden Sticker. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle, Kiox von Kummer. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kummer unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.